Herzlich willkommen zurück, meine Lieben, bei Hollow Knight. Wir sind im uralten Becken. Ich habe mal ein bisschen nachgeguckt, wo es denn noch was zu tun gibt. Und anscheinend können wir jetzt hier unten weitergehen. Ich habe das nicht mal einmarkiert, denn mir war nicht bewusst, dass das tatsächlich noch ein Ort ist, wo es überhaupt weitergeht. Da sollten wir dann die Fähigkeit finden, dass wir durch die schwarzen Dinge durchkommen. Apropos schwarze Dinge. Es soll wohl, also es gibt ja noch dieses, irgendeine versteckte Station, also wir sind jetzt, ich meine, abgesehen von der versteckten Station, es gibt noch irgendeine, wo sich der Hirschkäfer irgendwie erstmal daran erinnern muss, dafür müssen wir aber erstmal alle anderen freischalten, deswegen habe ich mal geguckt, was denen fehlt. Es fehlt uns eine Station anscheinend und das heißt irgendwie Garten der Königin oder so irgendwas in der Nähe und da kommen wir dann über die Nebelschlucht anscheinend hin. Das heißt, das werden wir uns anschauen. Aber jetzt gehen wir erstmal hier weiter und nachher gibt es nochmal ein bisschen Backtracking. Das klappt immer noch nicht. Es sieht schon sehr Boss-Arena-mäßig aus. Ich könnte mir vorstellen, dass das durchaus irgendwann mal noch ein Boss wird. Aber, naja, mal sehen. Okay, gehen wir runter. Und dann schauen wir, ob wir hier irgendwie weiterkommen. Genau, jetzt geht diese Tür auf, weil wir das Mal des Königs haben. Und ja, das erlaubt uns jetzt hier in ein, ich glaube, ein neues Gebiet zu kommen, das ich glaube, irgendwie der Abgrund oder so heißen soll. Ich habe es nur auf Englisch gesehen, da heißt es die Abyss. Okay, wir wissen nicht, was auf der linken Seite ist. Schwierig zu sagen. Okay, wir gehen weiter runter. Oh. Das war doof. Nicht so schlau. Ich sehe hier jemanden. Und ein Geo-Vorkommen. Noch ein Geo-Vorkommen. Okay. Schnappen wir uns erstmal das hier. Okay. Gut, dann nehmen wir das auch direkt mit. Nicht, dass wir irgendwie, ich habe das Gefühl, wir brauchen nicht mehr wirklich unbedingt Geos. Aber hey, haben oder nicht haben. Okay, da geht's auch nochmal weiter. Ha, da ist, ich weiß nicht, ob wir da noch, ich weiß nicht, ob wir da, ich meine, wir können es mal probieren. Okay, nein, das geht nicht. Gut, hätten wir das geklärt? Das heißt, wir müssen dann wohl auf die rechte Seite gehen. Und zwar wahrscheinlich hier irgendwo. Irgendwas Verstecktes? Nein. Au. Muss ein bisschen aufpassen. Die sind eigentlich nicht so wirklich gefährlich, aber ups. Ja, wenn man halt wirklich nichts kann, dann ist jeder Gegner gefährlich. Oh je. Da oben geht's hin. Ha. Oh, 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 oh. Okay. Unten war auch nochmal was. Ich würde schon ganz gerne irgendwie da oben hin. Wie machen wir das am besten? Können wir da irgendwie durchdashen? Und da sind wir.
Ach, das sind irgendwelche blauen Dinge, die jetzt da gerade angehen. Ich denke mal, wir müssen warten. Das geht nicht auf. Das sind 6 Stück sind angegangen. Es fehlen aber noch welche. Vielleicht, weil wir 6 Leben haben? Hat das was mit damit zu tun? Müssen wir hier mit vollem Leben hinkommen? Wäre zwar ehrlich gesagt eher schwer zu glauben. Oh. Okay. Das geht noch ziemlich tief weit runter. Da ist nochmal ein Geo-Vorkommen. Wow, hier sind viele Gegner. Das ist. Haben wir eine Map eigentlich hier? Ich glaube wahrscheinlich nicht, ne? So, mach das da erstmal weg. Hier können wir stehen. Bringt uns das was? Ich habe bestimmt super viel übersehen. Bringt uns das was? Ich glaube nicht. Das ist ein bisschen bisschen viel Plattforming, aber geht schon, kriegen wir hin. Gibt Schlimmeres. Oh, das ist solider Boden, der Abgrund. Okay, gut, dann ist das 1:1 übersetzt aus dem Englischen. Die Abyss, der Abgrund. Joa. Und nun, okay, da geht's weiter. Wir gucken mal auf der anderen Seite. Geht's auch weiter. Das sieht aus wie unser Schatten, so ein bisschen ähnlich. Gehe ich zuerst nach rechts oder links? Ich glaube, ich spiele nicht so eine Rolle. Also ich hoffe es nicht. Wo? Ich denke mal, das soll uns signalisieren, dass da reinzufahren keine gute Idee ist. Ich weiß nicht, ob wir hier eine Map haben. Ich habe auch Cornifer nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob es hier überhaupt eine Map gibt. Und ganz viele von diesen Schattenwesen. Okay, da ist dann der Tod. Das heißt, wir müssen hier hochgehen. Naja, zum Glück können sie nicht schießen. Aber wir wollen in Bewegung bleiben. Ich muss es nicht provozieren. Autsch. Das hat wehgetan. Noch 2 Leben. Ich glaube, rechts ist auch nochmal irgendwo eine. So, können wir hier rein? Hier ist ein Schalter. Der bringt uns was genau? Wir wissen es nicht. Es scheint irgendwie so eine Art Licht. Ist das ein Scheinwerferlicht? Sieht irgendwie gerade so ein bisschen danach aus. Aber hier geht es erstmal nicht weiter. Wo zur Hölle sind wir eigentlich? Sind wir noch irgendwo auf der Map? Wir wären noch im uralten Becken angezeigt, aber... Ich kann nicht weiter runter scrollen. Also, keine Ahnung. Und scheint hier auch keine Bank zu geben. Vielleicht müssen wir auf der anderen Seite auch noch so ein Licht finden.
Und dann passiert irgendwie was. Okay. Ich denke, wir gehen hier wieder. Das war Glück. Bisschen gepanikt. Aber okay. Wir leben noch. Ich habe noch ein bisschen Geo in die Bank gepackt. Nicht alles. Weil ich dachte, wir brauchen eventuell was, um eine Karte zu kaufen. Aber gut, dann wohl. Ich meine, wenn unten. Wenn wir einfach runterfahren können, ist es wahrscheinlich nicht so schlimm. Dann kommen wir hier einigermaßen geschmeidig wieder hin. Die Dinger leben auch überall. Da sieht man es nicht mehr so gut. Oh wow. Und nun? Scheint mir ein Dead End zu sein. Ha. Ist jetzt die Frage. Wahrscheinlich haben wir sonst irgendwo was übersehen, ne? Ich könnte mich wieder... Lass mich wieder raus teleportieren. Ich glaube, wir sind schneller, wenn wir einfach wieder raus und wieder reingehen. Von dem her machen wir doch das. So, Karte wurde aktualisiert. Schauen wir uns das mal an. Okay. Also, wir haben wohl... Wir hätten hier weitergehen müssen. Ah, okay, man kann hier rüber chargen. Alles klar. Okay, das passt. Das passt. Wir kommen da gut wieder hin. Also, auf geht's. Gut, dass wir eine Karte haben. Das ist immer angenehm. Auf geht's. Zurück zur versteckten Station. Und dann... Ja, da wieder in den Abgrund runter. Ich weiß immer noch nicht genau, was mit dem auf sich hat. Keine Ahnung, was wir da tun können. Vielleicht können wir irgendwann auch nochmal bei dem Typen vorbeischauen, der... Bei der Seherin, ne? Weil wir haben ja mittlerweile wieder ein bisschen was an von dem Raumzeug gefunden. So. Und einfach durch. Ich glaube nicht, dass hier noch was super Wichtiges ist. Autsch. Was wichtig wäre, nicht unnötig Leben zu verlieren. Wow. Okay, gut. Dann gehen wir hier nochmal durch. Augenscheinlich muss das sein. Und ja, dann müssen wir zu diesem See wieder. Ich weiß nicht genau, was uns der Aufstieg gebracht hat, aber hey, wir haben es gemacht. So, dann lasst uns hier rübergehen. Oh yes. Tatsache. Zum Glück haben wir das kurz, haben wir kurz die Karte aufgedeckt. Ich glaube, das war wichtig. Scheint es nach oben zu gehen. Schauen wir erstmal hier nach. Okay, das ist... Wahrscheinlich ist es der Sound eines Secrets. Okay, hier kommen wir nicht durch. Vielleicht ist es der Rückweg. Weil wir sollten hier die Macht bekommen, durch diese Wände durchzugehen. Okay. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Sch
genau, absorbiert Schattenumhang. Drücke RT, um in Schatten gehüllt vorwärts zu sprinten. Benutze den Umhang, um durch Feinde und deren Angriff zu sprinten, ohne Schaden zu nehmen. Oh. Ah, okay. Und damit können wir jetzt, glaube ich... Es braucht ein bisschen Zeit, um aufzuladen. Damit sollten wir jetzt hier durchkommen. Tun wir auch. Fantastisch. Das ermöglicht uns natürlich jetzt, viele neue Orte zu erkunden. Ich weiß nicht, ob das auf der linken Seite irgendwas zu bedeuten hat. Was ist das hier? Ein Abdruck des gestaltabgewonnenen Abgrunds. Man kann nicht wirklich viel Sinnvolles erkennen. Okay, was zur Hölle ist der Sinn hiervon? Warte mal, komme ich hier durch? Immer wenn man eine neue Fähigkeit kriegt, sollte man ein bisschen... Kramnagel? War das alles? Okay, ich meine, wir haben jetzt noch... Ich denke mal, wir porten uns wieder hoch. Dann gehen wir hier hin, suchen die ganzen... hier unten war Nummer 1. Würde ich sagen, machen wir das. Gehen wir das so an. Keine Ahnung, ich habe das Gefühl, hier sollte noch irgendwas sein, aber... Vielleicht kommen wir nochmal zurück. Mal schauen. Wir sind hier relativ schnell wieder. Das sollte also nicht so ein Problem sein. Und der Schattenumhang ist auch ziemlich cool. Gibt uns ein bisschen was in Iframes. Generell sind die Metroidvania-Elemente in dem Spiel sehr gut gemacht, finde ich. Okay. Ich glaube, wir haben alles im Abgrund. Zumindest erscheint mir jetzt nichts offensichtlich Offenes mehr da zu sein. Von dem her würde ich sagen, wir machen an dieser Stelle erstmal einen Break. Ich werde offscreen mal hierhin gehen und dann schauen wir uns das nochmal ein bisschen weiter an. Aber das machen wir in der nächsten Episode. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut und auf geht's.